Herzlich willkommen zur Saison 2021 der glorreichen Fortuna, die leider glorreich, wie denke ich jeder hier weiß, in die zweite Liga abgestiegen ist. Wir sehen uns hier vor der ersten DFB-Pokalrunde. Um genau zu sein, heute Abend wird die Fortuna beim FC Ingolstadt antreten. Und bei mir gehen die Kirchenglocken an. Ich hoffe, das Gebimmel wird nicht zu intensiv gerade den Ton stören, denn es ist genau 12 Uhr, die Stunde hat geschlagen. Ja, heute gilt's. Ich denke, wir starten einfach mal die Partie und dann können wir ja noch ein bisschen was zur Situation sagen. Insgesamt hat es sicherlich einen kleinen Umbruch bei der Fortuna gegeben. Wichtige Spieler wie zum Beispiel Karne Eihahn haben den Verein verlassen. Auch Erik Tommy oder Steven Skripski konnten nicht gehalten werden. Berisha, Kevin Stöger ist nicht mehr da. Aber es kommen ein paar neue Leute gekommen. Unter anderem Edgar Pripp, den wir hier sogar sehen. Und einige andere, ein paar werden auch in der Startelf sein. Insgesamt ist Corona-bedingt natürlich die Saison relativ spät gestartet. Und ja, der ein oder andere Transfer, insbesondere im Defensivbereich bei der Fortuna, dürfte auch noch ausstehen, denn er wird notwendig sein, wird es mir gelingen, auch nur ein Tor zu schießen. Der Computer sagt nein. Das überspringen wir ganz schnell. Also gerade im Defensivbereich ist die Fortuna sehr dünn aufgestellt in der Innenverteidigung. Das kommt auch heute gleich zum Tragen, denn Kevin Danzo, der von Augsburg ausgeliehen wurde, fällt mit muskulären Problemen heute aus, sodass entweder Adam Botzek, wie bei mir, in der Innenverteidigung antreten wird, oder Nachwuchsmann Jamil Siebert, der sich in der Vorbereitung ein wenig in den Vordergrund spielen konnte. Ich habe mich, wie gesagt, für Botzek entschieden. Siebert existiert in FIFA 20 nicht. Den habe ich aber mal vorsichtshalber gebaut. Ingolstadt hat den Aufstieg knapp verpasst. Vielleicht kennt man oder hat man es gesehen. So gegen Nürnberg in der Nachspielzeit der zweiten Partie das entscheidende Gegentor 4-4-2. Erhalten. Gibt's auch noch. Und zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Dadurch tatsächlich auch in der dritten Liga verblieben. Das sieht irgendwie anders aus als die Aufstellung, wie sie sein sollte, aber das ist nicht so ganz mein Problem. Ach, du liebe Zeit, jetzt habe ich Wolf heute im Tor. Na, das ist doch ein glatter Fehler. Hier sehen wir die Aufstellung. Ach, von Leute, da muss man abbrechen. Na gut. Nein, wir ziehen es jetzt durch, habe ich gerade beschlossen. Aber ich habe tatsächlich versehentlich Wolf ins Tor gestellt. Es wird Kastenmeier heute sein. Das ist gesichert. Damit müssen wir jetzt leben. Naja. So viel zur großartigen Authentizität des Ganzen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gute Aktion. Ja, auch offensiv gibt es heute den einen oder anderen Ausfall. Kenan Karaman hat, seitdem er seinen Wechselwunsch geäußert hat, muskuläre Probleme. Das ist natürlich alles Zufall. Da würden wir niemals etwas unterstellen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Er ist auf jeden Fall nicht spielfähig. Jetzt könnte es gefährlich werden. Natski leidet noch an den Folgen seines. Das war schlecht. An den Folgen seiner positiven Corona-Infektion. Naja, und Emanuel Lior hat sich mit dem pfeifrischen Drüsenfieber infiziert. Ebenfalls eine sehr unschöne Geschichte ist, insbesondere weil seine Ausfallzeit dadurch unklar ist. So, aber wie immer, wenn ich viel rede und dabei spiele, dann wird das alles nichts, wie hier vielleicht gerade wunderbar zu sehen ist. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Aufs Spielen konzentrieren. Denn bekanntermaßen sind wir männlichen Objekte ja nicht in der Lage dazu, zwei Dinge gleichzeitig zu tun.
Ingolstadt ist durchaus ein sehr ambitionierter Club, Buschi, aber da ist man momentan im deutschen Fußball eben nicht allein. Sie haben ernsthaft einen Text für Ingolstadt vorbereitet? Die Emporkömmlinge, die da oben rein wollen. Und das ist für einzelne Clubs natürlich nicht leicht. Hennings. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Das scheint mir jetzt aber doch etwas übertrieben. Zimmermann. Jetzt könnte er flanken. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Technik. Ja. Ansichtssache, wie gefährlich das wirklich wird. Fortuna ja bisher ungeschlagen durch die Vorbereitung gekommen. Ja, bisher ist gut, denn die Vorbereitung Krebs. Ist mit dem heutigen Tag nun wirklich zu Ende. Das war totaler weiter. Quatsch. Das sollte irgendeine Art Flanke sein, aber dann fiel mir im Prinzip beim Flanken schon auf, dass da keiner in der Mitte ist. So richtig grandios waren die Leistungen in den Testspielen nicht unbedingt. Also ergebnistechnisch ist das schon alles in Ordnung gewesen. Aber spielerisch war da doch ein wenig Luft nach oben. Das ist vielleicht auch so die größte Sorge, wie sich das in der zweiten Liga gegen kompakte Gegner alles so, macht, holt sich den Ball. So darstellen wird. Alfredo Morales. Ja, das war abseits. Das brauchen wir gar nicht angucken, das war nämlich glasklar. Das sah vielversprechend aus. Hartherz. Da ist das. Ja, schauen wir mal. Ja, Florian Hartherz in der Startelf als Linksverteidiger. Schon allein aus dem Grunde, weil Fortuna keinen wirklichen gelernten weiteren Innenverteidiger hat. Zimmer, glaube ich, früher in Lautern auch manchmal links. Das war doch sogar eine Torchance. Aber das ist eine der Positionen, in denen wir in Verteidigung, wo definitiv noch Bedarf besteht. Insbesondere, wenn Herr Hartherz solche Stockfehler wie gerade hier fabriziert. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Richtig enge Kiste, das ist Maxi Beister, ehemalige Fortuna, der ja mit Sicherheit seine beste Zeit bei uns erlebt hatte. Galt als großes Versprechen im deutschen Fußball. Das ist aber nie so richtig geworden. Gute Aktion. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Der Ball kommt flott, rein, lastig, aber Spiel. Doch nicht gut genug. Macht er gut. Hennings. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit ist dem fast beleidigend, dass der Torwart sich nicht mal bemüht, diesen Ball zu halten, der, wie ich fand, jetzt eher knapp vorbeiging. Ja. So schlecht war der Schuss doch gar nicht. Kann er ja wenigstens mal so tun, als müsste er da hinspringen. Prem. Schöne Bogenlampe. Zimmer. Abgefangen, gut gemacht. Was war das denn für eine Animation? Sie kommen jetzt über außen. Die Gelegenheit für die Flanke. Keine gute Flanke. Spiel geht mit Einwurf weiter. Schrottflanke. Und erneut gibt es Einwurf. Ein Glück. Ich habe bei Ingolstadt mal an die heutige Kicker-Aufstellung gehalten. Alfredo Morales. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin kein Experte für Ingolstadt, aber Stefan Kutschke war da nicht in der Startelf. Kann der nicht spielen? Darf der nicht spielen? Will der nicht spielen? Schien mir doch, zumindest in der Relegation habe ich sie gesehen, einer der wichtigeren Spieler zu sein. Und könnte in Konter gehen. Namen aus der zweiten Liga. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Hartherz. Zimmermann. So, vielleicht muss er noch etwas offensiver hier denken. Spiel geht mit Einwurf weg. Weiter. Zimmer. Eine generelle Ballkontrolle ist ja vorhanden. Alfredo Morales. Aber gerade da vorne mit dem einen Stürmer, das spiele ich selbst nicht so unfassbar gern, aber wie Uwe Rösler gestern vollkommen zu Recht sagte, er hat immer gerade keinen anderen. Ist ja
Ja, der Ball hat er die über der Spitze Linie gestellt. Einwurf. Das ist wahrscheinlich nicht gerade seine Sahneposition. Vielleicht wäre das tatsächlich was für Euphorie gewesen. Prep. Ich hab's jetzt mal so. So, was machen Sie draus? Da ist die Flanke. Er kommt hier mit dem Kopf. Das war nicht so schlecht. Präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Also immer noch flankenlastig, obwohl ich eigentlich keinen Kopfballstarken Flankenabnehmer hier in der Mitte habe. Das sollte ich vielleicht ein bisschen anpassen. Gauss. Ja, Marcel Gauss, der zweite Ex-Fortuna neben Marcel Meister bei Ingolstadt. Die Flanke hat er verschenkt, Ball im Aus. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Stammt aus dem Nachwuchs und ist auch, glaube ich, gebürtiger Düsseldorfer sogar. Zimmermann. Lange in Lautern gewesen. Zimmer. Aber so richtig. Ja, auch da Alfredo hatte man Morales. Das Gefühl, da geht vielleicht karrieremäßig noch ein bisschen Ruhiger mehr. Spielaufbau, das sieht gut Dritte aus. Liga bei Ingolstadt ist jetzt auch nicht der gefährlich Wahnsinn. Aus. Und er schießt. Machen wir mal. Was für eine Rettungstat. Oder ich auf die lange Ecke schießen. Machen wir mal. Mit Bande hier. Ja, aber der Schuss ist eigentlich misslungen, aber danke an den Keeper, der mir zumindest daraus eine Ecke holt. Ecke kommt ins Zentrum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kam ins Zentrum, Ecke ist wieder weg. Ball kommt rein. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Hartherz. Und selbst in der Wiederholung. Man sich bei der Nummer 7 immer noch dran gewöhnen, dass nicht Olli Fink ist. Ja, ganz knapp, ne? Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Schade. Da ist die Chance für die Flanke. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Die Flanken waren wirklich unfassbar schlecht, die Ingolstädter. Raphael Wolf. Potze, auch ganz schön versprungen dabei. Prep. Alfredo Morales. Und er pfeift abseits. Abseits. Ja. Glaube ich einfach mal. Muss ich nicht sehen. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Hennings. Kann er was draus machen? Zieht nach innen. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Ja. Klasse Pass! Klasse, wie er das macht. Holt Nein. sich den Ball. Nee, das ist jetzt alles noch nicht so, sagen wir mal, wunderschön. Was wir hier ja, haben. Das sieht gut aus. Diese Flanke kommt viel zu weit. Es gibt die Flanken! Also die Ingolstädter Flanken, entweder zu weit oder hinters Tor. Wahnsinn. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Prep. Sobotka. Ball läuft gut jetzt. So, kommt da jetzt kommt der Pass. Schuss mal. Jetzt vielleicht. Zu mir. Irgendwann, Buschi, irgendwann. Und so geht's doch dieses dann. Tor einfach fallen. Oder anders formuliert. Wenn nicht mit Präzision. Oh, zweites Kind unterwegs. Wenn nicht mit Präzision, dann eben mit Kraft. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem. Immer feste drauf. Was die Abwehr betrifft. Ja. Der Torwart duckt sich fast weg vor Schreck. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So. Botzek. Das haben wir gut gemacht.
Hartherz. Prim. Alfredo Morales. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schönes Zuspiel. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Nicht doch. Hartherz. Da wäre Platz auf außen. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Glück, muss man ja sagen, zum Glück sind die Flanken von Ingolstadt so schlecht. Zimmer. Sobotka. Der Ball, das war ein schlechter Ball. Weiter mit dem Vorteil. Das war ein schönes Foul. Mal sehen, ob sie den nutzen. Oh, aber er gibt Vorteil, na gut. Macht er gut. Boah, jetzt stellt sich vorgewühlt hier. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Schauen wir nicht. Wie gesagt, wir tun einfach so, als sei das hier gerade Florian Kastenmeier. Das wird noch eine interessante Frage, wer der Stammkeeper bei Fortuna die Saison wird. Angeblich soll das heute ja keine Vorentscheidung sein. Die Ecke kommt. Das ist keine leichte Entscheidung. So, Spannung. Oh Gott. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch Eigentor. Ich habe tatsächlich nur die Taste zum Rauspölen gedrückt. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Das Tor also sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Ja, da sieht das aussieht, aber so viel konnte ich dann nicht so machen. Eine ja. Gute Ecke. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus so, einer anderen Perspektive an. Ich will dann wegführen. Ah, nee, nee, nee. Ja, okay. Ja. Junge, bist du hässlich. Ein Verteidiger. Naja. Ja, das ist blöd gelaufen. 1-1, wieder unentschieden. Kam eine Flanke, nämlich die zur Ecke. Ja, nicht mehr die kam eigentlich an. Aber statt sie rauszuköpfen, hat Sobotka sie lieber angenommen. Und Hennings. Ja, dann konnte sie ihm vom Fuß gestohlen werden. Prep. Das war natürlich nicht so toll. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sieht gefährlich aus. Ja, könnte was werden. Alfredo Morales. Prip. Da verlieren sie den Ball. Das war nichts. Und Prip in der Rolle gefällt mir auch nicht. Ich glaube, kann er was draus machen? Da stelle ich irgendwie um zur Pause. So, Stoß. Was redest du? Ich denke... Also Bodka war auch der Trottel, dem was jetzt gerade passiert ist. Jetzt der Ballverlust. Hennings. Ach, wir gehen mit einem 1 da darf in die ich schon Pause. Nicht mehr weiterspielen. Alles total offen. Ja, was soll man sagen? Eine. Das war schon überzeugend, war wenig was er da im ersten Durchgang geboten hat. Erste ja, Halbzeit. Kein tolles Spiel. Vielleicht kann man das auch nicht erwarten zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ja. Ach, Höhepunkt von der ersten Halbzeit nicht angucken, so viele gab es nämlich nicht. Ja, mehr Ballbesitz, auch mehr Schüsse aufs Tor. Selber schuld beim Gegentor, so kann man das vielleicht verkraften. Ja, das wird ausgerechnet. Morales lassen wir mal auf dem Feld, der auch gegen seinen Ex-Club heute spielt. Dann stellen wir mal Kelvin Euphorie hinter die Spitzen. Mal sehen, wie sich das Anpfiff anlässt. Zur zweiten Hälfte. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Geht jetzt in die Mitte. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Widerrufen so ist, gleich mal nicht gefackelt, sondern abgezogen.
Na. Außen ist Platz. Zimmermann, lass dich mal nicht so veräppeln. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich auch zurücklehnen bei solchen Flanken. Spezialflanken. Zimmermann. Alfredo Morales. Zimmer. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gefälscht. Was macht er draus? Sie verlieren den Ball. Na, nichts. Nichts da, nicht mit. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da wollte ich Hoffmann gerade loben. Chance zur Führung. Und Tor! Das könnte noch gar nicht. Eieieiei, das war jetzt aber selten dämlich. Das Tor kommt jetzt doch ein bisschen überraschend, für mich jedenfalls. Ja, sie waren bisher klar unterlegen, aber wer weiß. Aber schon wieder so ein blöder Ball, der einfach so schnell springt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ja, müssen wir jetzt mal offensiver hier ran. Das geht ja nun nicht. Prim. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, da geht er vorbei. Da ist die Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Müssen wir hier mal mit wütenden Angriffen guter reagieren. Guter Pass jetzt. Da schickt er den Mitspieler. In so Konter reinzulaufen. Eieieiei. Das war die Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Und wer weiß, ob sich das später hier mal ein bisschen zusammenreißen, würde ich sagen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schade. Bleiben wir mal dran. Gauss. Die sind gerade etwas seltsam positioniert. Glaube ich, an der Ausrichtung gerade. Da müssen wir korrigierend eingreifen. So. Guter Einsatz, aber gleich jetzt auch gleich mal auf zwei Stürmer. Jetzt kommt der frische Mann beim FC Ingolstadt. Wir sehen den Wechsel. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Da reingekommen. Ach, Max Stendera ist das. Hm. Gauss. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt der Vorstoß. Gute Aktion. Super dazwischen gegangen. Komm, ich ändere das System auf zwei Stürmer. Das mit dem hinter der Spitze und so weiter, das funktioniert hier nicht. Ich brauche zwei nebeneinander. Das soll Euphorie sein. Ja. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Macht er gut. Da können Sie klären. Zimmer. Klasse Pass. Flagge kommt ganz weit. Alfredo Morales. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Hereingabe jetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Vorlage hier. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Weg ist der Ball. Ach, verflixt. Gauss. Auf außen ist Platz.
Die Gelegenheit für die Flanke. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ja, ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Seite, das ist doch harmlos. Ein paar Probleme. Könnte mal jemand kommen? Das passt mir aber nicht, wenn der da so rumsteht. Prep. Hennings. Da kommt der Pass. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Mein Gott. Jetzt, da müssen wir mal was tun. Also das gefällt mir hier nicht. Komm, bringen wir mal Pledel, den alten Ex-Ingolstädter, für Borello. Von dem kommt nämlich herzlich wenig. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Der Spielerwechsel jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Beister. Kann er was draus machen? Jei. Geh mal zusammenreißen hier langsam. Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Kutschke, da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Er geht in den Strafraum. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das Spiel hier gerade irgendwie entgleitet. Einwurf. Das denn? Zimmer. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Der Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Pledel. Hennings. Was macht er draus? Jetzt gibt's Abstoß. Mann. Prep. Hennings. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Wenn jetzt die simpelsten Pässe schon nicht mehr gelingen, ey. Kutschke. Super dazwischen gegangen. Und es gibt Abstoß. Gauss. Gleich gibt's eine Auswechslung. Naja, bei der immerhin fühlt es sich an wie ein Pokalfight. Ne? Klasse Pass. Macht er gut. Jetzt ist es gefährlich. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Aber mir gelingt immer noch nichts. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball, dann ist er leicht abzuwehren. Abseits gewesen. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Der Ball kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Zimmer. Pledel. Gefährlich! Guter Vorstoß jetzt. Könnte der Ausgleich werden. Abgewehrt vom Tor. Boah. Schön. So, komm. Wir müssen den Druck hier erhöhen. Befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Nein, Pledel ist nicht unser Mittelstürmer.
So. Denn sonst rennt uns die Zeit davon. Und dann kommt jetzt noch Ampoma. Dann schauen wir mal. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Alfredo Morales. Prim. Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Toller Zweikampf. Und die kombinieren sich locker da hinten raus, wie es für Drittligisten ja üblich ist. Das kann man wohl sagen, wohl völlig offen hier der Ausgang der Partie. Ach man, Junge! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Rico Preisinger. Sieht gefährlich aus. Jetzt die Flanke. Der Ball Tja. Ist drin! Das gibt's Führung doch alles nicht. Ganz übel. Jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. So, jetzt gibt's natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Hatte ich den Kommentar ausgestellt. Boah, dieses Spiel ist selbst nach einem Jahr noch voll mit Bugs, oder? Ja, irgendwie hat sich der Kommentar verabschiedet. Neben der Leistungsstärke der Fortuna. Mann, Mann, Mann. Peinlich, peinlich. Aber vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was heute Abend kommt. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein und dann ein toller Abschluss. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Natürlich kein Foul, ne? Wir können es auch hart spielen, ne? Das geht natürlich auch. Kann er was draus machen? Den Ball spielt er raus. Da kommt die Flanke. Und da haben sie den Ball. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Rico Preisinger. Gebrochene Moral, gebrochener Kommentar. Pledel. Zimmer. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, hier geht alles schief. Muss Einwurf geben. Zimmer. Hennings. Pledel. Den Ball hat er. Oh, Pledel. Ist aber auch. Da ist der Ball weg. Alles in allem nicht zu gebrauchen, ne? Und offensiver kann ich nicht spielen, aber. Macht er gut. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Bietet sich keiner an, ja. Lächerlich, aber bitte. Jeder Schuss ein Treffer, Ingolstadt. Da setzen Sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Ziemlich einseitige nein, Angelegenheit ich spiele das heute hier nicht in zum dieser Partie. Mal, und lange aber zu es gehen gibt so Tage, ne? Da läuft nichts mehr. Pledel. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Zimmer. Alfredo Morales. Der ist zu weit. Ah, was für ein Elend. Was für ein Elend. Das ist immer das Schmerzhafteste, dass man solche Spiele dann noch zu Ende spielt. Ja, ja, kombiniert ihr darum. Stendera. Und das ist der Ballverlust. Ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Flanke an den kurzen Pfosten. Komm hier. Jetzt wird's gefährlich. Mach nicht, ist mir doch da raus. Macht er ihn rein. Ja, ja. Sie haben so eine Spielfreude. Kein Wunder. Ist klar. Noch ein Tor gemacht ist klar. Das wird heute wohl ja, nichts mehr für das Sie. Machen das Spiel wir, ist das machen vorbei. Wir, glaube ich, alles normal.
Ja, hier wunderbar. Ein verdient diese Begegnung von Ingolstadt. Das war ja Weltklasse in jeglicher Hinsicht. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ja, das beenden wir hier und zwar ganz schnell, ne? In diesem Sinne. Möge es heute irgendwie besser laufen. Oh mein Gott, oh mein Gott.